Ist euch eigentlich bewusst, dass wir jetzt schon Oktober haben? Also ich raff das irgendwie nicht. Aber das heißt, neuer Monat, neue Sneaker-Releases. Und wie immer, ich gebe euch am Anfang des Monats immer eine grobe Übersicht über das, was diesen Monat halt so rauskommt. Wie immer, es kann sein, dass über den Monat noch neue Releases geleakt werden, angekündigt werden, die ich euch aber natürlich dann in den kommenden Sneaker-News-Folgen vorstelle. Das heißt, wenn ihr jede Woche auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann abonniert den Kanal, um nichts mehr in der Sneaker-Welt zu verpassen. Jetzt würde ich aber auch sagen, starten wir direkt rein mit dem Video, denn wir haben, wie ich finde, für diesen Monat auf jeden Fall sehr, sehr coole Releases am Start. Los geht's mit diesem New Balance. Mit dem 991 V2 und diesmal in der Collab mit Stone Island. Der Schuh kommt am 4. Oktober raus für einen Retailpreis von 250 Euro und ist, wie ich finde, eigentlich sehr zeitlos gehalten. Wir haben ein schwarzes Suede, wir haben so ein olivfarbenes Mesh-Upper in so einem bestimmten Muster. Kann man auf jeden Fall auf alles tragen, nur ist mir persönlich der Retailpreis ein bisschen zu teuer. Den wird man auf jeden Fall erstmal nur in bestimmten Stone Island-Filialen bekommen, eben am 4. Oktober und irgendwann später noch online. Der kommt aber auch noch online bei einigen Retailern, also da einfach die Augen offen halten, ein bisschen nachschauen. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze sehr, sehr schnell sold out sein wird. Das heißt, wenn ihr den sicher haben wollt, ruft vielleicht mal bei eurer Filiale an, ob die den kriegen, wie die den Release handhaben. Ansonsten könnt ihr aber auch die ganzen Informationen noch auf der Website einsehen. Definitiv ein cooler erster Start und ein super Sneaker für den Herbst. Weiter geht's dann, ich würde sagen, am 6. Oktober, beziehungsweise bis zum 6. Oktober. Denn jetzt sind aktuell bei ganz vielen Skate Shops, also alle, die halt den Schuh bekommen, Rapids offen zum Nike SB Dunk Low Bornix Race. Der Schuh wird auf jeden Fall kein Sneakers App Release kriegen, sondern kommt halt nur noch bei Skate Shops. Jetzt sind also schon alle Raffles offen. Die meisten gehen halt so bis zum 6. Oktober. Sicherlich ist auch der ein oder andere First Come First Serve Release zwischen diesen Tagen oder an diesem Tag. Deswegen macht damit, wenn ihr diesen Schuh haben wollt. Probiert euer Glück. Es wird sehr, sehr schwer, weil der Hype ist riesig und die Nachfrage ist gigantisch. Tragt euch ein. Ich drücke euch die Daumen. Aber auch diesen Monat ist das safe wieder eines der besten Releases. Auch noch am 6. Oktober kommt dieses Pack hier. Der Nike More Up Tempo Low kommt dann nämlich in zwei Farben zusammen mit Ambush. Einmal in diesem Black and White Colorway und einmal in diesem Lilac Colorway, was ein lilaner Colorway ist mit grünen Akzenten. Sehr schwieriger Colorway. Ich habe schon öfter gesagt, ich finde den schwarzen wirklich Hammer. Gerade weil der ein bisschen klobiger ist, passt ja zu sehr vielen Hosen. Also zum aktuellen Hosentrend halt mit sehr weiten Hosen. Ich glaube, ich werde mir den sogar holen und den vielleicht so als Herbstschuh tragen. Und das ist auch so einer der wenigen schwarzen Sneaker, die ich halt tatsächlich feiere. Retail, 215 Euro. Kommt in der Nike Sneakers App und eben bei sämtlichen Retailern. Weiter geht's dann am 7.10. mit dem Jordan 6 Aqua. Ist in meinen Augen jetzt kein besonders krasser Release. Ist auch ein cleanes Ding für den Herbst. 6er Silhouette jetzt auch nicht so mein Favorite, aber kann man machen. Aber wie gesagt, wäre jetzt in meinen Augen kein Must-Have. Für alle die, die aber 6er Jordans feiern, sicherlich ein cooler Colorway. Auch noch am 7.10. kommt der Jordan 3 Off Noir raus, der ein sehr cleaner 3er Jordan ist. Also macht man definitiv nichts mit falsch. Wenn man keine Farben mag, wenn man einen Schuh haben möchte, den man wahrscheinlich auf alles tragen kann, dann sollte man sich den auf jeden Fall anschauen. Hat halt in dem Fall ein schwarzes Suede oder Nubuck Leder mit dem Elephant Print und einer weiß-grau-schwarzen Sohle. Also wirklich, ja. In meinen Augen langweilig, aber zu allem halt irgendwie tragbar. Retail von dem Schuh wahrscheinlich so um die 200 Euro. Und dann am 10. Oktober kommt dieser Jordan 5 raus, der mir sehr krasse Jordan 5 Craft Vibes gibt. Das Ganze heißt Midnight Navy und ist halt so von den Materialien wirklich wie der ursprüngliche Craft. Ist ein cooler Colorway. Navy eigentlich auch auf alles tragbar. Gerade in dem Fall mit der weißen Sohle. Finde ich sehr, sehr cool. Retail bei dem um die 210 Euro. Jordan 5 war eigentlich auch immer noch sehr underrated, muss ich sagen. Und ist auch gerade jetzt für die aktuellen Temperaturen und für den kommenden Herbst wirklich ein super Schuh, bei dem man sich wirklich keine Gedanken großartig machen muss. Und dann jetzt so eines der wahrscheinlich krassesten Releases aus dem Oktober. Nämlich haben wir hier den Jordan 1 Low Golf mit der Golf-Sohle. Vom Colorway ist das Ganze natürlich sehr ähnlich wie die anderen auch. Von der Funktion her soll es halt ein Golfschuh sein. Das erkennt man halt an der Sohle. Die Sohle hat ein bisschen höheres Profil. Allgemein ist das Profil auch ein bisschen ausgeprägter und es steht halt auf der Zunge und auf der Sohle Golf drauf. Was ich persönlich jetzt halt nicht so nice finde. Aber der wird dafür halt im Resale auch nicht so krass gehen. Das heißt, für alle die, die halt sagen, ey, ich sehe es halt nicht ein, irgendwie, ja, 700, 800 Euro für einen Jordan 1 Low auszugeben, die haben hier halt nochmal die Möglichkeit, ein etwas, ja, ich würde sagen, nicht so originales, aber schon Produkt, was in die Richtung geht, zu bekommen. Halt so ein bisschen in der abgespeckten Version, würde ich sagen. Colorway an sich, cool, kann man nichts gegen sagen, kann man, denke ich, auch auf vieles tragen. Nur bin ich mit dem Shape nicht ganz so zufrieden. Das sieht hier ein bisschen komisch aus, aber naja, mal abwarten, wie das Ganze nachher wirklich in echt aussieht. Und ich bin vor allem gespannt, wie schwer das wirklich sein wird, den zu bekommen, wie die Stückzahlen sind, weil bis jetzt steht es auf jeden Fall noch nicht fest, in welcher Stückzahl der rauskommt. Naja, abwarten und ich hätte fast gesagt Tee trinken. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, eines der coolsten Releases
kommt am 13. Oktober. Ein solider Jordan 1 für die Frauen ist der Sky J Morph oder einfach nur Morph in diesem typischen Morph Colorway. Also als Frau würde ich sogar sagen, ey, wenn ich Jordan 1er feiere, ist das auf jeden Fall ein cooler Farbton. Auch der Shape von dem Schuh sieht sehr gut aus, ist auch wieder ein bisschen höher, gerade hier im Toebox-Bereich. Ich glaube, der kann was. Also ich persönlich würde mir den jetzt nicht kaufen, ist von der Farbe einfach nicht so meins und kommt eben auch bei allen Retailern, wird man auch easy bekommen. Und dann ein Sneaker, der wahrscheinlich auch mit in meine Liste unter den Top-Sneakern aus diesem Jahr kommen wird. Der Jordan 1 Satin Bread, der ja eigentlich ein sogar damals genumberter Schuh war, also von dem es eine nummerierte Stückzahl gab. Jetzt kommt das Ganze eben nochmal so als Version raus in der höheren Stückzahl. Ich denke mal, den wird man easy bekommen, wenn man ihn haben möchte. Ist für alle Leute, die halt sagen, ey, ich habe halt noch die genumberte Version, sicherlich nicht so nice. Also ich wäre selber auch richtig abgefuckt, aber ist irgendwo auch cool, dass der nochmal so rauskommt. Auch wenn er halt aktuell nicht den Zeitgeist durch diese Leute halt trifft, werde ich trotzdem versuchen zu bekommen. Aber da bin ich halt wirklich gespannt, wie limitiert das Ganze gehalten wird. Am 24. Oktober kommt dann eine sehr interessante Kollabo. Mal wieder auf einem Jordan 1 Low zusammen mit Chris Paul in dem Fall. Das Motto heißt Give Them Flowers. Der Schuh ist also auch überall so ein bisschen mit, ja, Blumen designt, vor allem die Sohle hier, wie ihr sehen könnt, sowohl die Innen- als auch Außensohle. Dann haben wir überall auf dem Schuh auch so ein, ja, ausgestanztes oder 3D-mäßiges Blumenmuster drauf. Vom Farbton muss ich sagen, finde ich den sehr clean, also kann man definitiv auf alles wahrscheinlich tragen. Sieht auch sehr edel aus, Materialien sind cool, vor allem mit diesem Suede auch. Ist ein cooler Release, wird auch sicherlich nicht so easy zu bekommen, nur ist in meinen Augen auch jetzt definitiv kein Must-Have. Ich persönlich finde sogar den ein bisschen cooler, weil das so der erste Jordan 1 Low ist, der mal so richtig in diesem OG-Shape kommt. Am 25.10. kommt nämlich der Jordan 1 Low 85 Neutral Grey raus in dem 85er Shape. Der Neutral Grey ist in meinen Augen auch so der cleanste und auch der beste Colorway, den man halt wie ein weißen Sneaker, wie zum Beispiel auch einen weißen Air Force auf alles tragen kann. Klar, der ist ein bisschen schmaler, ist auch ein bisschen flacher von der Silhouette. Zumindest sieht es hier so aus. Aber wie gesagt, feier den OG Shape. Ich finde den mega. Gerade auch hier mit der leicht vergilbten Sohle. Sieht einfach cool aus. Und am 27.10. kommt noch eine Collab auf dem Adidas Double Zero oder 00 zusammen mit Korn, was eine Metal Band ist. Da kommt, glaube ich, auch noch ein Superstar raus, aber ich finde halt, der ist auf jeden Fall der bessere von beiden. Ist halt ein schwarzer Campus mit weißen Laces, mit weißen Streifen, mit einem weißen Innenfutter und einer Gumsole, kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Ist für die Fans sicherlich sehr cool. Ich persönlich finde den halt ein bisschen langweilig. Am coolsten finde ich aber halt die Details auf der Heel und eben dieses, ja, Campus-Logo, was so ein bisschen von der Schriftart abgeändert wurde. Für mich persönlich weniger interessant ist der Release am 28.10. Da kommt nämlich der Jordan 12 Cherry raus. Ist ein cleaner Jordan 12. Der Cherry Colorway auf jeden Fall auch sehr beliebt. Nur wäre mir von den Farben her ein bisschen too much, genauso wie schon der Elva auch. Deswegen lasse ich den auf jeden Fall aus. Dann kommt Ende des Monats, wahrscheinlich so um den 28.10. herum, noch der neue Adidas Bad Bunny auf dem Response CL. In diesem, ja, braunen, cremefarbenen, beigen Colorway. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Finde ich zum Beispiel auch besser als den schwarzen Colorway, der irgendwann mal dieses Jahr rauskam. Ich persönlich mag den Forum und den Campus mit Bad Bunny lieber, aber das ist so in meinen Augen definitiv eines der besten Colorways, die jetzt auf dem Response CL kam. Nur werde ich mir den, glaube ich, auch eher nicht holen. Dann fand ich das sehr krass, dass dieser Schuh zurückkommt, weil der kam schon mal, glaube ich, raus. Also müsste ein Restock sein. Nämlich haben wir hier den Adidas Futurecraft 4D zusammen mit Daniel Ashram in dem Aero Green Colorway. Das Ganze soll nämlich am 31. Oktober rauskommen, also an Halloween. Und der Schuh ist eigentlich legendär. Das ist einer der wenigen Sneaker zusammen mit Daniel Ashram. Wer den Bro nicht kennt, bitte mal nachgoogeln. Auf jeden Fall ganz, ganz krasser Künstler. Ich feiere auf jeden Fall sehr, was er macht und hätte auch saugern ein paar Accessoires für meine Wohnung von ihm, aber ist einfach unbezahlbar. Naja, zumindest kann man sich hier diesen Schuh holen. Silhouette, brauche ich euch nicht zu erzählen, ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Trotzdem für die Collection an sich ein sehr geiler Schuh. Was der Retailpreis sein wird, kann ich euch nicht genau sagen. Ich glaube so um die 300 Euro. Ob ich mir den halt wirklich zulege, glaube eher nicht. Aber an sich schon ein legendärer Sneaker, kann man sagen. Und dann abschließend nochmal ein Schuh, bei dem wir jetzt noch kein festes Release haben. Aber ich glaube, dass der auch so roundabout Halloween rauskommen wird. Nämlich der Nike SB Dunk High 3-2, der eine Anlehnung an dieses eine Süßigkeitsding ist. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißen. Das sind so irgendwelche Candy-Spitzen. Naja, muss ich sagen, ist so als Halloween-Edition ganz cool. Gerade mit der Schrift in diesem Wing, do not take candies from strangers. Dann auch mit diesem, ja, Gebiss, was auf der Toebox drauf ist, mit dem Zahn auch. Also ist schon ein sehr, sehr cooles Ding. Tragbar jetzt nicht unbedingt so krass, aber ich finde, man sieht, die haben sich wieder Gedanken gemacht. Typisch Nike SB halt. Wie gesagt, Release-Date steht noch nicht fest, aber wird halt so roundabout Halloween rauskommen. Das wären auf jeden Fall erstmal so die
wichtigsten Releases für den Oktober gewesen. Ich finde eigentlich, wir haben hier eine sehr coole Mischung. Alle weiteren Releases, die diesen Monat noch rauskommen, stelle ich euch wie immer meinen Sneaker News Folgen vor. Ich kann es nur nochmal sagen, lasst hier ein Abo da, um noch nicht zu verpassen. Aber ansonsten wäre es erstmal so ganz grob für diesen Monat gewesen. Schreibt gerne in die Kommentare, worauf ihr euch am meisten freut. Mein Highlight ist auf jeden Fall der Bornix Race immer noch. Dann der Seth & Bradshaw in 1er, der Ambush Mob Tempo und natürlich auch der Travis. Aber lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten, Freunde, danke fürs Zuschauen. Lasst dem Video gerne Like da, abonniert den Kanal. Ansonsten wäre es mit dem Video gewesen. Also haut rein, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.